Hallöchen, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Tag im wunderschönen Twilight Forest. Mit wunderschönen Hügeln, was ist denn hier los? Was passiert hier? Dieser Hügel, der kann auch nicht ganz random sein. Schauen wir uns den nochmal von oben an. Muss ich jetzt den mal erkunden. Das sieht aber sehr komisch aus. Und zwar sollte da der Mushroom... ja, drin sein. Ich weiß nicht ganz genau, wie man ihn nennt, aber es ist ein Boss. Der letzte hier im Twilight Forest. Deshalb schauen wir jetzt einfach mal, ob wir ihn sehen. Hä? Kann ich... Achso, lol. Lol? Hä, was war denn das jetzt hier? Der kalt vielleicht noch ein bisschen mehr. Torchberries? Hä? Cool, was es hier alles gibt. Ich weiß halt nicht genau wofür, aber danke, okay. So, wo geht es hier lang? Also hier ist, wie gesagt, irgendwo ein Boss. Und ich will... Okay. Warum hat das jetzt so lange gebraucht? Das jetzt nicht ein bisschen zu gewagt war. Das könnt ihr jetzt in den Kommentaren streiten. Was passiert denn hier alles? Ich will hier erstmal alles ganz kurz erkunden, aber erstmal Licht. Also es sollte so eine Art Dungeon sein mit halt einfach einem Boss. Und dieser Boss sollte meines Erachtens... Ich mache jetzt hier Fackeln hin, wo ich dann da reingehe. Wo ich hingehe, zack, zack. Damit ich auch Bescheid weiß, wo ich denn auch war, falls ich eventuell mich verlaufe. Aha. Wieso brauchen diese Steine so lange? Was sind denn das für Steine? Hallo, ist hier jemand? Ich kenne einen super guten Trick, Freunde. Wenn ihr auf einer Seite den Stein abbaut, da könnt ihr durchschauen. Ich weiß, ihr müsst mich nicht danken. Mich nicht, alles klar, Deutsch. Danke, dass ihr so gut Deutsch könnt, Herr Capone. Sie könnten fast ein Deutschlehrer sein. Das stimmt allerdings. Das sage ich euch, meine Deutschkenntnisse überschreiten alle Sachen. Aber hier oben scheint auch nichts zu sein. Was für eine traurige Angelegenheit. Hier irgendwie was ganz Ekelhaftes rum... Hoppen, ja, alles klar. Rumhopsen. Hey. Da, ich höre ein Slime. Könnte es denn sein? Ist darunter was ist? Nein. Ein Maze-Slime? Alles klar, Freunde, keine Angst. Zack, da geht's lang. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie lang dieser Dungeon ist. Und wie viele Wege hat der denn einfach? Na, schon ein bisschen brutal. Okay, das... Oh! Okay. Ich habe mir jetzt gerade nichts Böses dabei gedacht, aber... Hätte ich mir doch mal lieber was dabei gedacht. Wieso habe ich denn so viel Scheiße im Inventar? Kann mir das mal einer verraten? Hä? Irgendwas ballert mich an. Und wo? Och man. Sag, was mache ich mir hier treppen hin? Von wo ballerst du? Hä? Einmal steht der... Oh, Skiller. Hm. Kannst du vielleicht mal treffen, Capone? Yo! Wie ich einfach verlernt habe zu spielen. Alles klar. Free sexy. So muss es sein. Hä, das ist auch eine Falle, oder? Vielleicht musst du alle Fackeln da abmachen. Vielleicht wollte das der Spielersteller so. Man weiß es ja nicht. Ich glaube nicht. Und wenn doch, wäre es das Coolste auf Erden. Aber ich glaube nicht. Warum nicht? Okay, hier ist ja noch eine Fackel. Nee, hier ist nichts. Ich hätte es mir wirklich ein kleines bisschen besser markieren sollen, wo es denn überall lang geht. Aber okay. Macht ja nichts, weil ich mich eh verlaufen hätte. Das sage ich euch. Das ist einfach bei mir von Haus aus so. Tja, ah. Jetzt aber? Hä? Bitte mal aufhören, mich zu nerven. Alter, Mann. Ich habe andere Hobbys, als mich anzuslimen.
Können Frauen anschleimen? Das mögen die. Frau will immer angeschleimt werden. Was sind das für Räume? Könnte es sein, dass dort ein geheimer Geheimgang ist? Nein, es ist einfach nur ein Raum. Zack. Mann, das ist alles nicht so schlau, was ich hier mache. Vor allem, dass ich meine wertvollen Blöcke hier mal verbuddel, ist auch nicht so schlau. Aber diese Räume verwirren mich einfach nur. Was will er mir damit sagen? Oh, das ist noch so ein fetter Klumpen. Nee, ich bin weg. Okay, Creeper, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Es ergibt alles einen Sinn. Hier sind nur noch zwei Fackeln. Vorher waren viele, es werden weniger. Wir müssen zum Boss kommen. Hä? Was ist das hier für ein... Okay. Wieso kann ich die so schnell abbauen? Rods. Aha. Aha. Frag mich bitte nicht, warum. Das weiß ich nämlich selbst nicht. Ich irre hier herum wie sonst jemand. Als hätte ich zum ersten Mal so ein Dungeon betreten. Echt ekelhaft. Ich nehme jetzt hier einfach mal die ganzen Sachen mit. In der Hoffnung, dass sie selten sind. Hä? Schon wieder so ein Raum? Ja, gibt's das denn? Da kann man vielleicht seine Fackeln immer auffreshen. Das könnte... Okay. Okay. Das sieht sehr verdächtig aus. Hallo? Zack, zack. Okay, ich wurde angegriffen. Hä? Warum giftig? Hallo? Kannst du aufhören? Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum giftig? Hallo? Kannst du mir bitte alle erklären? Das ist mein Alarmeimer. Ist das irgendwie ein Special Mob oder willst du dich jetzt einfach nur pushen? Ich weiß manchmal die Intention. Eine Metroiden-Axt. Die mir nichts bringt. Okay. Oh, da ist er. Nee, nur normale Minotaure, oder? Hä? Leck halt wie so ein Stück Scheiße. Er droppt mir eine Axt. Und Fleisch. Das nehme ich ganz gern mit. Wie nennt man das denn? Meefsteak? Ein Meefsteak. Ich habe schon wieder so eine Kiste. Hä? Ich habe sie noch gar nicht betreten. Hey, ich... Ich schwöre... dass ich dich nicht betreten habe, du Sau. Hier unten ist Lava, hat das was zu bedeuten, Freunde? Hm. Kann man wirklich nur spekulieren. Bestimmt war das gerade schon der Boss und ich habe ihn so ganz easy GG weggebankt. Okay, ich muss es hier aufpassen. Ich mache es am besten so, dass ich mir einen Gang dahin ziehe. Ironwood? Ingot? Ja, das ist ja geil. Ich weiß es nicht ganz genau, was sie mir bringt, aber... Es ist immer gut, Ironwood zu besitzen. Dieser Minotaurus? Also der Boss ist auf jeden Fall auch ein Minotaurus. Aber ich weiß halt jetzt gerade nicht, ob das schon der Boss war, aber... Das wäre dann schon ein ganz schöner Lappen eigentlich. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Wie lange geht denn die Scheiße? Oh, okay. Nee. What? Warum lecken die so komisch, oder? Ist es normal bei denen? Hä? Kann ich jetzt erstmal bitte was essen? Da hinten ist ein Spawner. Hm. Soll ich ihn leben lassen? Ja, gut. Da ist eine Kiste, okay. Ein Steel Leaf Plate. Milch. Maze Map. Boah, ich weiß nicht, was ich damit mitnehmen soll. Ich tue einfach mal hier den Scheiß daraus. Eigentlich habe ich ja Rucksäcke. Charm of Keeping. Hier nochmal sowas, sowas. Und. Hä, was war das denn jetzt für ein Geräusch? Was passiert denn hier alles eigentlich?
Kann uns mir mal einer erklären? Okay. Also, ich sollte es mir eventuell mal kennzeichnen, wo ich komme. Ansonsten kenne ich mich einfach nicht mehr aus. Das ist einfach bei mir so. Das liegt ja in der Familie. Ich nehme jetzt hier dieses Holz, das ich bei Fossi seinen Baum abgebaut habe. Ja, wenn du das siehst, Fossi, ich habe ihn extra abgebaut. Ist mir egal, was du dazu sagst. Oh, das sieht fast so aus. Das wäre da irgendwas Spannendes. Na gut, alles sieht irgendwie so aus, als wäre da was Spannendes. Okay, das ist einfach nur ein Pilz. Genau, der heißt nämlich Pilzkönig oder so. Ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Dampfer. Einmal die Kiste öffnen. Elfa, ja, das habe ich richtig gebraucht. Danke, dass es euch gibt. Okay. Das ist doch ein bisschen komplexer, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt schon damit gerechnet, eigentlich, dass man einfach so easygoing durchgeht. Und dann war es das. Vielleicht sollte ich das mal so in... Ach nee. So in diesen Holz da machen. Damit ich immer sehe, wo es zu Ende geht. Zack, zack. Ja, weil ansonsten kommen wir ja nie an. Oder? Das ist einfach nur ein riesiges Labyrinth. Hä? Oh Mann! Dann war ich jetzt hier schon. Was passiert, wenn ich da lang gehe? Ich könnte ja theoretisch so ein bisschen machen. Dass ich ein kleines bisschen schneller bin. Okay, da komme ich wieder zum Spawn zurück, oder wie? Also da, wo wir anfangs waren. Sorry, aber ich blick's gerade überhaupt nicht. Was ist da? Ist da das Mythseel oder wie das heißt? Ist es das? Ach. Was werfe ich denn jetzt weg? So, ach, die Metroidenaxt. Nee, das ist einfach nur das ganz normale Dirt. Dann wird es sehr wahrscheinlich hier weitergehen. Das sah mir schon von Anfang an verdächtig hier aus. Was bist du denn? Okay. Hä? Sag mal. Ist das jetzt der Boss? Nee. Das sind einfach bloß ganz... Oh Mann, Freunde. Was ist das denn hier? Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Ein Steel Leaf Boots. Ach, irgendwas greift mich an, Mann. Lass mal jemand anders angreifen. Ein Iron Sword. Ja, das brauchen wir nicht. Gut, dann schauen wir einfach mal hier weiter. Ich habe es im Urin, dass gleich etwas passieren wird, was das Let's Play drastisch verändern wird. Ja, könnte es sein. Das fragen Sie sich in den Kommentaren. What the fucking hell? Sorry, aber irgendwie komme ich nicht auf mein Leben gerade klar. Okay, ich habe es aktiviert. Danke. Wiedersehen. Ich gehöre nicht zu euch. Oh, wie es dann auch so ganz knallhart explodiert. Mann. Was sollen die kleinen Kinder davon denken? Das war der Baba-Wüste. Okay, ich glaube, ich laufe im Kreis. Ja doch. Ja, das ist eigentlich einer meiner Spezialitäten in Let's Plays. Okay. Bist du jetzt der Boss da drin? Hallo, bist du's? Dann will ich jetzt mal kurz antasten. Einem Holz. Minishroom, das ist der Boss. Tatsache, okay. Ja, nice, dich zu sehen. Ich möchte kurz schauen, was da ist. Der Minishroom. Ja, cool, wir haben ihn tatsächlich gefunden. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet. Wie geht's dir so? Ich glaube, hier habe ich nichts Besonderes drin. Doch, habe ich schon. Weil vorne, das könnte jetzt noch ein kleines bisschen dauern, bis ich alles freigeschalten habe. Fangen wir da
ist auch was Besonderes. Ich habe doch irgendwo ein Lern-Backpack. Ja, da tue ich jetzt einfach mal den ganzen Scheiß da rein, den eigentlich eh gar kein Mensch hier auf der Erde braucht. Sehr wahrscheinlich ist das alles überhaupt nichts wert, aber gut ist einfach mal zu besitzen. Okay, ich bin eigentlich kampfbereit, Freunde der guten Unterhaltung. Seid ihr auch bereit? Dann geht es jetzt los. Gut, ich könnte den... Was sind das denn für Vollidioten? Ich bin doof und lauf gegen die Tür. Also gegen den Zaun. Hey, schau mal. Vor allem, wie er aussieht. Ich glaube, ich werde mich aber in den Kampf reinstürzen. Erstmal eine Fackel. Ja, ich werde es machen. Zack. Wirklich zu schauen, wie stark er ist. Ist es jetzt dein Ernst, dass du jetzt einfach so leicht krepierst? Bitte nicht, komm schon. Physics, die No-Scope HD. Oh, geil. Was habe ich jetzt von dir Lappen bekommen? Minotaurus-Axt. Ja, was soll ich damit? Wehe, in den Kisten ist nichts Gescheites. Och, da ist nochmal so ein Scheiß drin. Oh, nee. Ich kann nicht aufhören, es einfach zu sammeln. Das sage ich euch. Was mir diese Rüstung, ob die jetzt gut ist. Ich weiß, viele schreiben immer, dass ich da so eine bestimmte Rüstung machen soll. Aber... Steel Leaf Pick. Okay. Ja, dass ich immer eine bestimmte Rüstung machen soll. Aber ich habe sie halt noch nicht gemacht, Freunde. Okay, die Minotaurus-Axt. Hä, die ist ja auch schlechter. Was ist denn das für ein Crap-Boss? Seht ihr da noch irgendwas? Hallo? Vielleicht hätte ich ihn hier so ein bisschen rumlocken sollen. An einer bestimmten Stelle killen. Stimmt, wollten die das von mir. Was anderes würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen. Nee, also... Der war schon recht scheiße, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich auch nur einfach zu OP. Das könnte natürlich auch ein Grund sein. Ja, der Boss an sich. Ich finde das Labyrinthlaufen ein kleines bisschen nervig, aber umso mehr freut man sich dann, wenn man irgendwann mal ankommt. Aber ich glaube, dass sonst nur dieser gleiche Scheiß dabei ist. Hä? Poison und Blindness? Warum? Kann das mir mal alle erklären? Haben die das standardmäßig? Oder ist hier noch irgendwas... Was ist denn hier alles los? Brennt Licht. Okay. Naja, Freunde, würde ich fast behaupten, dass es das von diesem Part war. Schon wieder so eine Kiste. Okay, ich dachte mir gerade, hä? Was hat er da gedroppt? Ja, gut. Dann war es das schon von diesem tollen Part. Ihr könnt diesen Part gerne bewerten. Mit einer positiven Bewertung. Merkt euch diesen Trick. Ist das jetzt auch ein... Ja. Nee, das ist ein Mief. Das ist ein Mief. Das ist eine Mief-Suppe. Das ist bestimmt irgendwas... Wenn ich die jetzt esse... Habe ich jetzt irgendwie einen Sonderbonus? Nee. Sorry. Was ist das? Warum... Sollte man den farmen? Oder... Hä? Nee. Nee. Ich verstecke mich jetzt hinterm Pilz. So, Zaun hin. Es gibt ja Vollidioten, die nicht an Zäunen vorbeikommen. Na gut. Freunde, das war's dann von diesem Boss. Und von diesem Part. In 2 Tagen auf jeden Fall einschalten, weil dann kommt wieder ein spannendes PvP-Battle. Bis dahin. Macht es gut. Und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah, 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 Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.